Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Halblife-Video. Wieder heute ein bisschen gedrückte Stimmung, weil ich habe richtig Kopfschmerzen, auch einseitig. Denk mal, dass es so eine Art Migräneanfall ist. Ich weiß nicht, ist auch so ein bisschen übel und flau im Magen. Naja, davon wollen wir uns aber heute nicht abhalten lassen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie so ein bisschen nasal werde, also ein bisschen Schnupfen. Schwiegertochter ist ja krank, vielleicht hat sie mich angesteckt. Das kann durchaus sein. Jedenfalls möchte ich euch heute erzählen, was wir gestern alles gemacht haben. Wir waren gestern ja wieder voller Tatendrang. Es war Samstag und damit der Samstagsbasar hier bei uns in Alanya Mahmud Lodge aktiv. Und wir sind relativ spät weggekommen. Das lag auch so ein bisschen an mir, weil ich lange gearbeitet habe. Ich habe die Vlog-Teile nicht so gut und flüssig durchgeschnitten oder durchschneiden können, wie ich sonst gemacht habe. Ich habe auch viel mit der Familie telefoniert und meine Schwiegertochter ist krank. Die hat Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Und dementsprechend haben wir uns natürlich auch Sorgen gemacht. Aber es ging dann im Laufe des Tages wieder, Alhamdulillah. Und ja, es war auch alles soweit in Ordnung, aber wir sind dann eben später gestartet. Auch heute ist es schon wieder 11:30 und noch keiner wach. Inshallah ist alles in Ordnung, weil die fliegen ja Dienstag, so Allah will. Und wenn man noch überlegt, was man macht, eventuell gehen wir nochmal zum Arzt und lassen das nochmal durchchecken, vielleicht noch mit Medikamenten. Heute wollen wir mal mit Naturheilmitteln ans Werk. Jedenfalls sind wir spät raus. Also ich glaube, wir sind erst zum Nachmittagsgebet, haben wir es erst geschafft, hier aus der Tür zu kommen. Lag, wie gesagt, auch an mir, weil ich habe es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe gekriegt gestern. Ich habe auch lange mit der Familie nochmal telefoniert, mit meinem Mann, mit meinem Sohn, mit den Kindern. Das hat alles lange gedauert. Und ja, deswegen hat das alles sich ein bisschen nach hinten verschoben. Wollten eigentlich viel früher los, aber wie gesagt, haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Und zum Schluss haben wir dann endlich alle Kinder zusammengesammelt, fresh angezogen. Ich rufe das Taxi immer so kurz, bevor wir eben alle fertig sind, damit wir auch draußen stehen können. Und manchmal kommen die in 2 Minuten, manchmal in 10, manchmal in einer halben Stunde. Das weiß man immer nicht so bei den Taxis hier. Deswegen rufe ich immer möglichst spät an, damit wir das auch nicht verpassen. So, ich wollte jetzt anrufen, wir waren alle fertig. Es war, glaube ich, Viertel nach 4 oder so. Und dann sehe ich, dass mein Handyguthaben alle war. Also ich musste immer aufladen, einmal im Monat. Sonst kann ich nicht mehr telefonieren. Man kann mich zwar anrufen, aber ich kann nicht mehr telefonieren. Und ich hatte auch eine Warnung bekommen, 1 oder 2 Tage vorher. Per SMS kriegst du dann immer Bescheid, dass das Guthaben alle ist und dass ich neu aufladen muss oder die Zeit um ist. Ja, es hat gar nicht, ich brauche das nie auf. Also ich habe immer 1000 Sprechminuten und irgendwie weiß ich nicht, wie viel SMS plus 3 GB kostet ja 255. Leider hat sich das auch verteuert. Das kostet jetzt 265. Na, wieder mal SAM, wieder mal das tolle Wort hier in der Türkei, SAM. SAM, SAM, also wird mit S ja ausgesprochen, das Z. Das heißt, die Inflation ist wieder am Werk und damit alles teurer geworden. Und auch wieder mal das Mobilfunk ist gestiegen. Dafür haben sich aber auch die Europreise erhöht. Also wir sind, glaube ich, jetzt bei knapp 37 für den Lira. Also, naja. Jedenfalls sind wir erst, wollten wir raus und das Guthaben wir alle. Und dann habe ich das, ich lade das ja immer online auf. Jetzt muss ja nicht mehr runter. Alhamdulillah, ich habe es ja hinbekommen oder mich endlich getraut, auch online das zu machen. Vorher hatte ich das ja auch schon geschafft. Das Problem war aber, erstmal habe ich das nicht mehr gefunden, wo ich das immer auflade. Ich habe diesen Reiter nicht mehr gefunden, nicht Dovi. Und als ich ihn dann endlich gefunden habe, habe ich dann bezahlt und dann stand da auch Bashar, also es hat geklappt. Aber irgendwie war das Guthaben dann nicht drauf. Ich weiß, es dauert 5 Minuten, aber ich konnte das dann auch auf meiner Telekom-App. Ich hatte die Telekom hat seine App, da kannst du das immer mit verfolgen. I'm sorry, die Nase juckt. Ne? Wie gesagt, ich bin so ein bisschen nasal. Also heute, Entschuldigung. Und da habe ich dann versucht zu gucken, ob ich dann aufgeladen habe. Und das zeigte immer, erstmal zeigt es natürlich, Entschuldigung, bitte, dass ich nicht mehr sprechen kann, also dass alles aufgebraucht ist. Und dann konnte ich es nicht mehr laden. Dann war immer Fehler. Es zeigte ständig eine Fehlermeldung an, was wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, dass eben das Guthaben gerade draufgeladen wird. Und dann bin ich jetzt ein bisschen ungeduldig und wir wollten ja auch los. Dann habe ich mit dem Handy meiner Schwiegertochter angerufen, die eigentlich nicht so viel Guthaben hat. Aber ich habe das dann noch machen können. Ich konnte noch anrufen, Taxi rufen mit ihrem Handy, also mit einer anderen Nummer.
So, und dann sind wir, hat er gesagt, ja, in 5 Minuten bin ich da und diese 5 Minuten kennen wir schon. Kann sein, dass sie kommen, kann aber auch sein, dass es eine halbe Stunde dauert. Wir haben uns dann nochmal alle auf Toilette, dann raus, stehen wir da und dann kommt das Taxi nicht. Ne? Ich warte und warte und warte. Es war auch so ein schon, so, diesmal so wieder so ein anderer Taxifahrer, der so ein bisschen stockt. Also wenn ich die Anlage sage, hier an der wir wohnen, nicht in der, sondern an der, ich sage immer die Anlage, an der wir wohnen, weil unsere Villa finden die alle sowieso nicht. Ne? Und da stockte der schon so ein bisschen, überlegte, ja, okay, ja, dann kommen wir 5 Minuten. Da wusste ich schon, der wusste wieder nicht, wo die Anlage ist. Ne? Und dann sind wir da draußen zur anderen Anlage gegangen, damit wir ihn auf beiden Seiten sehen, wenn er kommt. Gibt so zwei Wege, die nach Rom führen, sozusagen hier zu uns. Und dann haben wir beide abgedeckt. Außerdem ist in der Ecke immer richtig kühl und windig, standen wir da also und das Taxi kommt nicht. Ne? Wir haben bestimmt eine Viertelstunde gewartet. Dann habe ich nochmal angerufen, diesmal mit meiner Nummer, weil inzwischen hat die Türk Telekom mein Guthaben wieder drauf gehabt. Ich konnte anrufen, aber komischerweise, ich habe echt 70.000 SMS bekommen diesmal von der Türk Telekom. Normalerweise bestätigen die das nur, dann ist gut. Ne? Aber diesmal gestern Abend, gestern nach dem Aufladen schon 50.000, naja, Gefühl. Also sehr viele SMS schicken die auf einmal. Heute habe ich auch wieder bekommen. Ja, wenn sie sich da und da anmelden, dann kriegen sie, können sie das und das machen. Und tausend Sachen, die da schreiben, ne? Habe ich sonst nie gehabt. Ist richtig nervig, naja, weil ich das immer durchlesen muss. Ne? Man weiß ja auch nicht, ist das wichtig oder nicht. Ich mag nicht gerne so Nachrichten lesen und telefonieren wir ja auch nicht gerne. Nachrichten lese ich nicht gerne, Nachrichten schreiben natürlich nicht gerne. Das sind alles so Dinge, die sind nicht so meine Welt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann nochmal angerufen, weil wir stehen doch schon eine Viertelstunde oder noch länger. Ich weiß es nicht. Dann habe ich mit meiner Nummer diesmal angerufen und dann wussten die natürlich wieder nicht. Da habe ich mir auch schon gedacht, ich habe aber auch extra gesagt, ne? Also ich rufe jetzt mit einer anderen Nummer an. Ich habe schon da eben ein Taxi bestellt, die sind aber nicht gekommen. Ja, wir sind sofort da. Und dann kommen die und dann fragt er mich natürlich, habe ich da angerufen, sind sie das und das und sind sie von der und der Villa? Also ich glaube, die haben die beiden Anrufe trotzdem nicht zusammengekriegt, ne? Taxi kam aber dann noch relativ schnell, wir rein, runter zum Bazar, wieder 150 Teller bzw. 130 und ich gebe immer 20 Teller Trinkgeld. Ja, hast du also roundabout 4,50 oder so für das Taxi immer bezahlt. Und dann sind wir also runter zum Samstagsbazar gegangen. Der war diesmal allerdings, wir haben uns schon am Klamottenbazar absetzen lassen, damit wir nicht quer über den Gemüsemarkt nochmal rüber müssen. Also habe ich mich am einen der Nebeneingänge rausgelassen. Nein, hat er mich am einen der Nebeneingänge rausgelassen und wir sind dann rein. Und da waren viele Stände der Klamotte schon am Zusammenpacken. Also es müsste gegen 5 gewesen sein. Für alle, die Klamotte gucken wollen, müsst ihr früher hin. Das ist im Winter schon so gewesen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass im Hoch, also es ist ja noch Hochsommer, aber das ist schon noch ein paar Wochen vorher, da war das schon noch ein bisschen länger. Aber heute um 5 Uhr fangen viele schon an zusammenzusammeln. Also wenn ihr Klamotte shoppen wollt, dann früher hin. Also müsst ihr halt in die Mittagssonne, hilft alles nichts, auch wenn es heiß ist, ne? Weil die packen sonst ein. Und dann hat man auch keine Lust mehr, weil die Bazarverkäufer haben keinen Bock mehr. Die fangen schon an einzusammeln. Und wenn du da noch irgendwas kaufen willst, sind die auch ein bisschen genervt, obwohl man ja denken könnte, die sind dann auch recht froh, wenn du noch was kaufst. Aber es ist ein riesen Durcheinander. Man muss auch Angst haben, dass einem keine Stange auf den Kopf fällt, weil die alle schon die Stangen und die Planen zusammen. Also ist nicht schön, ne? Habe ich ja auch zusammengeflockt. Es ist alles so ein bisschen wuselig. Und das gefiel meinen Kindern natürlich überhaupt nicht. Und meine Enkel mag sowieso den Dienstagsbazar lieber. Ich mag den Dienstagsbazar auch gerne. Ich mag aber auch den Samstagsbazar. Ich habe mich inzwischen auch gewöhnt. Ich glaube, ich mochte früher auch den Dienstagsbazar lieber, ne? Weil so ein bisschen einfacher durchzugehen ist. Dafür ist das sehr viel enger, ne? Und sehr viel voller auch. Das mag ich überhaupt nicht. Naja, jedenfalls gefiel der nicht. Und wir haben auch da nur außer Schuhe wirklich gar nichts gefunden und sind dann wollten die auch raus. Und das war denen zu doof. Das hat denen nicht gefallen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir raus. Sind wieder an einen der Nebenausgänge raus. Und da war dann in einer der Anlagen ein Spielplatz. Der war auch öffentlich zugänglich. Und dann sind die da rein. Und ich habe mich entfernt, weil Spielplätze, da kannst du mich nicht mit haben. Ne? Also ich hasse Spielplätze. Ich weiß nicht warum. Ich musste mein ganzes Leben wirklich mit den Kindern auf den Spielplätzen habe ich verbracht. Früher haben wir da ja auch, als wir noch in Langhorn gewohnt haben, in Hamburg-Langhorn, da haben wir so einen riesigen Spielplatz gehabt. Ich bin mit den kleinen Kindern den ganzen Tag, also wirklich ungelogen. Ich bin morgens, habe ich Picknicktasche gepackt und da war auch so ein Park. Und dann sind wir dann bis abends, bis mein Mann von der Arbeit kam, ne, als die Kinder noch nicht zur Schule gegangen sind natürlich. Oder auch am Wochenende, als sie in die Schule gegangen sind, mein Mann von der Arbeit kam er oft direkt von der Arbeit dahin. Dann hatte ich auch schon für ihn so das ins paar Snacks mitbereitet. Essen war natürlich schon vorgekocht. Ich bin jemand, der sowas immer überlegt, wenn der Mann nach Hause kommt, ist das Essen bitte fertig. Ja, also da wird dann nicht noch extra angefangen, irgendwas gekocht oder irgendwo essen gegangen.
wenn ich Hausfrau bin und wenn der Mann den ganzen Tag schwer arbeitet, und das hat er wirklich, der hat wirklich geschuftet, um uns alle durchzubringen, dann habe ich doch bitte schön das Essen am Abend fertig, egal was ich denn tagsüber zu tun habe, egal wie viele Kinder ich habe und egal wie viel ich auch selber zu tun habe, ja. Man kann es immer schaffen, Essen zu kochen. Und davon mal abgesehen, müssen wir alle essen, ja. Die Kinder brauchen warmes Essen, wir brauchen warmes Essen. Und dann kann der Mann doch bitte schön auch am Abend erwarten, dass, wenn er nach Hause kommt, das Essen fertig ist und nicht noch erst gesagt, ja, ich hatte keine Zeit, dass Mama irgendwie irgendwann keine Zeit hat, das ist in Ordnung. Aber in der Regel sollte doch bitte das Essen fertig sein, wenn er kommt, ja. Damit er ein warmes Essen hat und er schwer auf der Baustelle den ganzen Tag gearbeitet hat. Ich meine, das kann man doch machen, ja. Das habe ich schon vorgekocht, ja, morgens, damit das dann auch abends fertig ist, wenn er kommt. Bin dann mit den Kindern raus, dann kam er zu uns, dann haben wir einen Snack gegessen, jetzt sind wir abgewichen vom Halblife, ne? I'm sorry. Jedenfalls haben wir dann uns entschlossen, in die Fressmeile zu gehen. Und das haben wir auch gemacht, sind in die Fressmeile rein. Die Kleine hatte natürlich inzwischen wieder Hunger. Deswegen sind wir hoch, haben eine Pizza bestellt und dann haben wir, die Kinder haben noch Cola und Fanta und so getrunken. Ich glaube, ich habe gar nichts getrunken. Nee, ich habe nichts getrunken. Ja, und dann sind wir ein bisschen shoppen noch gegangen. Natürlich auch in den Spielzeugladen. Die Kleine durfte sich nämlich noch ein Spielzeug aussuchen, weil Pascha ihre kleine Seejungfrau zerfetzt hat. Die hat er nämlich gefunden draußen, weil sie sie vergessen hat. Und dann hat er die total den Kopf abgerissen und die Haare raus. Und das war jetzt nicht so schön. Da gab es auch ein paar Tränen. Aber ja, wir sagen ja immer der Kleinen, sie soll ihre Spielsachen einsammeln. Und was draußen liegen bleibt, das fressen die Hunde. Ne? Und ich bin ja schon immer, ich gehe ja, bevor ich die Hunde rauslasse, schon immer gucken, kontrolliere. Aber die muss ich übersehen haben. Die muss wohl irgendwo in irgendeinem Steinhaufen gelegen haben, die ich nicht gesehen habe. Ne? Naja, dann durfte sie sich also was Neues aussuchen und sie hatte ja auch noch Geld von ihrem Opa, also von ihrem Uropa bekommen und dann durfte sie sich Spielsachen aussuchen. Ich habe schon geahnt, dass das vielleicht wieder ein bisschen schwieriger werden könnte, weil vor ein paar Tagen war das ja ganz schlimm. Aber diesmal ging es ganz gut. Sie hat sich zwei Sachen aussuchen dürfen, obwohl Oma dachte, sie darf nur eins, aber Mama hat dann gesagt, doch, sie darf zwei. Und dann hat sie sich zwei Sachen aussuchen dürfen und das war natürlich auch ganz nach ihrem Geschmack. Also ging alles ganz sutsche rum und durch. Und dann sind wir noch ein bisschen, was haben wir noch geguckt? Haben wir noch was geguckt in dem Laden? Ich weiß gar nicht, im Einkaufsraum. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind dann durch. Ja, ich glaube, wir haben nur im Spielzeugladen geguckt. Ja, genau. Dann sind wir wieder raus. Die wollten noch zum Salle-Pasalle. Und dann haben wir uns so darauf geeinigt, dass die erstmal so ein bisschen Kosmetik shoppen, die beiden Damen, und ich dann auf die Kleinen draußen aufpasse. War mir sowieso lieber, weil so Kosmetik und so, das ist nicht mehr was für Oma. Ne? Da ist alles so ein bisschen durch jetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich setze mich mit der Kleinen draußen hin. Das war auch schon gegen Abend, dann inzwischen der Abendsgebetsruf ertönte dann auch fast und dann war da so eine Frau, die gerade anfing, ihren Missestand aufzumachen, also ihren Maiskolben gekochten Stand, die man da verkauft. Da habe ich die ganze Zeit zugeguckt, wie sie da die frischen Maiskolben in den Topf geworfen hat und wie er dann auch manchmal verkauft wurde. Da habe ich euch auch erzählt, was sie da so verkauft. Und Maiskolben werden ja hier in der Türkei, das ist Tradition, überall gibt es die, gerade in den Ferienregionen, gekochte Maiskolben mit Salz oder Pfeffer oder was du auch immer möchtest. Und der hat übrigens 50 Teller gekostet. Wir haben dann später auch noch einen gekauft. Also ein Maiskolben zum Knabbern. Und man kann aber auch Mais so einzeln kaufen, in Stückchen halt vom Kolben entfernt. Und dann wird das so in Margarine geschwenkt mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann kann man das so löffeln. Ne? Genau, habe ich sie beobachtet, wie sie das alles so macht. Und die Kleine hat mit ihrem neuen Spielsachen spielen dürfen. Das fand sie auch ganz gut. Ab und zu kamen Katzen vorbei. Da musste Oma natürlich ganz vehement eingreifen, wenn sie die streicheln wollte. Habe ich gerade immer noch zurückhalten können. Und die sind auch sehr zutraulich, alle unten. Ne? Habe ich ja schon mal erzählt, hier oben kannst du keine Katze so leicht streicheln. Aber unten wissen die schon, die Touristen streicheln sie und geben auch Snacks und so. Ja, meine dürfen das aber nicht. Und auch meine Enkelkinder, ist mir auch egal, was die Eltern dann sagen. Aber meine Schwiegertochter ist da genau meiner Meinung. Und deswegen nicht anfassen, bitte Katzen. Ja, und bitte, hier ist sie viele, viele, viele Tiere sind hier nicht Tollwut geimpft. Ja, das muss man einfach wissen. Ja, und es gibt auch noch viele andere Krankheiten. Es gibt auch hier Leishmaniose. Ich habe schon erzählt, ne? Die Leishmaniose ist eine tödliche Erkrankung, die auch beim Menschen sehr schwer verlaufen kann und durch die Katzenbisse übertragbar ist auf den Menschen. Es gibt Pilze, die diese Katzen übertragen. Ja, diese sind sehr, sehr langwierig und nur schwer behandelbar. Solche Pilze, googelt das mal. Ja.
Ich meine, das muss man wissen, wenn man hierher kommt und seine Kinder wilde Straßenkatzen streicheln lässt. Und ich meine, wenn eine Katze mal beißt oder kratzt, wer von euch geht im Urlaub denn damit zum Arzt und macht eine Tollwutimpfung dann? Das muss nämlich sofort gemacht werden. Wenn eine Katze beißt oder kratzt, müsst ihr eine Tollwutimpfung bei dem Kind durchführen lassen. Im Urlaub, das ist doch wahnsinnig viel Stress und manchmal auch für den Körper gar nicht so einfach zu verkraften. Ja, das ist ja schließlich eine Tollwutimpfung. Und das im Urlaub bei heißen, ungewohnten Temperaturen. Und dann muss das auch mehrfach wiederholt werden. Ich glaube, einmal in der Woche muss die erstmal gemacht werden, die Tollwutimpfung. Und dann, glaube ich, nochmal eine Auffrischimpfung, nochmal, ich weiß es nicht genau, soweit ich weiß, drei Impfungen hintereinander im Urlaub noch. Also, das muss nicht sein. Ne? Also, insofern, passt auf, muss das sein? Ist ja nicht nur Tollwut, es gibt auch Pilze, wie gesagt, die sind richtig fies und die sind im Mittelmeerraum weit verbreitet bei diesen Straßentieren und gerade bei den Katzen. Und die Leishmaniose ist hier wirklich eine Seuche geworden, die durch die Sandmücken übertragen wird und natürlich auch auf die Katzen und von der Katze auch durch einen Biss auf den Menschen übertragbar. Also bitte nicht streicheln. Warum auch, ja? Warum muss man eine wilde Katze streicheln? Natürlich, sie wollen gestreichelt werden, aber die Gefahr, dass sowas passiert, ist doch vehement. Auch die Straßenkatze, ein kleiner Junge war gestern unten. Da waren die nämlich nicht so am Aufpassen, beziehungsweise die Kinder durften die Katze streicheln und unsere wollte dann natürlich auch. Und da fand die Katze das nicht so gut. Ne? Die wollte gestreichelt werden, ja, aber sie hat dann schon einmal so den Jungen beißen wollen. Und selbst, sie wollen ja auch spielen. Sie beißen ja sogar, während sie spielen. Kleine Katzen, wisst ihr doch selber, die beißen mit ihren Zähnen in die Hände und wollen einfach nur spielen. Ne? Und das ist aber dann schon sehr gefährlich, weil es eben kleine Wunden gibt, durch die Eintrittspforte der Leishmaniose oder andere Erkrankungen, Tollwut oder ähnliches, ganz leicht in den Körper geht. Da lasst es einfach, ja. Auch wenn man ein großes Tierherz hat, auch wenn einem die Tiere leid tun, im Urlaub bitte nicht, ja. Naja, jedenfalls haben wir sie nur schwer zurückhalten können. Ich habe draußen gesessen, mit ihr gespielt und diese Maisfrau beobachtet, habe viel gefilmt. Dann kamen die beiden zurück, haben einiges gekauft. Das hatte ich euch noch erzählt. Ja, ihr merkt, meine Kopfschmerzen sind jetzt wirklich gerade richtig doll auf meinem Schädel, ne? Und dann sind die noch zur LC Waikiki, ich aber nicht. Bin weiterhin draußen geblieben mit der Kleinen, mit denen Ruhe shoppen können. Hat auch ziemlich lange wieder gedauert. Und dann war es schon richtig dunkel. Und dann wollten die noch Eis kaufen, sind wir noch zum Migros rein, als sie dann wieder gekommen sind. Und haben noch Eis gekauft, sind dann nach Hause wieder mit dem Taxi, wieder auf den Taxi-Knopf gedrückt. Das ist immer richtig praktisch, weil diese Taxi-Knöpfe gibt es wirklich überall. Und dann sind wir wieder hoch und ja, haben den Abend dann noch so ein bisschen genossen. Wir haben ein bisschen Eis gegessen, fing dann aber auch bald an mit der Arbeit. Habe die Hunde noch einmal versorgt, rausgelassen, gefilmt. Und ja, dann bin ich aber auch an den Schnitt gegangen, der wirklich gestern wieder, ich weiß nicht, Viertel nach eins oder halb zwei war es wieder. Und ich bin ja auch spät angefangen. Oder nee, bin gar nicht so spät angefangen, aber spät fertig geworden, weil ich 11 Teile wieder hatte. Und ja. Das war mein gestriger Tag. Ich war gestern wirklich richtig down. Ich habe richtige Kopfschmerzen, nicht, aber so, wisst ihr, ich habe Kopfschmerzen gehabt, aber nicht so, dass sie jetzt so richtig doll wären wie jetzt. Aber es ist so eine richtig, so ein müder Zustand gewesen. Einfach nur richtig ausgelaugt, total kaputt, total fertig. Und den ganzen Tag schon. Also mir war gestern wirklich gar nichts los. Aber natürlich, die Familie ist hier, man rafft sich auf, man macht natürlich, aber deshalb am Abend war ich dann echt platt und natürlich auch wieder viel zu wenig Schlaf dann im Anschluss. Kein Problem, schaffen wir schon alles. Allah izin verirse. Hauptsache, der Family geht es wieder gut. Ich hoffe, dass es ihr heute wieder besser geht und dass sie wieder gesund wird, dass die Kinder gesund sind. Das ist immer das Wichtigste. Inshallah klappt alles. Inshallah wird alles gut gehen. Ich wünsche euch alles Gute für eure Gesundheit, für euch und hoffe, dass wir uns morgen, inshallah, in alter Frische wiedersehen. Bis dann. Tschüss.